Ich hab Wasser, mal zu essen. Essen habe ich auch. Wasser habe ich auch. Na gut, dann geht's los. Und ihn lasse ich noch hier. Bei einem anderen Server reisen. Genesis. Spawnen den Überlebenden? Genesis lädt echt schnell. Okay, die Ankunft dauert, aber ich glaube, der Server war in Pause. Hallo, Helchina. Select Light View. Schön für Johnny. Hey, warum heute 2 Punkte offen? Ach, weil ich im Eis unten schon mal war. Du müsstest mal das Bett aufheben, bitte. Nein, ich habe dafür extra Neues mitgebracht. So. Danke. Damit wir zwei haben. Okay. Was denn jetzt? Also, Pelagonus. Helena hält den Sabel. Okay, hold for option. Biomteleport. Ankunftsprotokoll. Guck mir das. Ach du Heiliger. Beta, der letzte Test, Gamma. Ach, das sind die Bosse. Du kannst bei der direkt zu den Bossen. Hallena-Einstellung. Z-Kompakt-Mode. On. Hexagone tauschen. Nee, 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 nee. Ich will mich mit der alten nicht beschäftigen. Ich will die Karte entdecken. Nee, will ich auch nicht. Ja, Vogel raus. Portet die das Tier mit, wenn wir uns über die porten lassen zu dem Biom? Ja. Okay, und wie komme ich jetzt an die alte, wenn ich am Tier sitze? Weil dann sehe ich sie nicht mehr. Na, hat ja Dino-Tracker. Okay, du wolltest als allererstes ins Eis, hast du gesagt? Dann ziehe ich Ja. die Rüstung an. Wo ist Helena? Hallo? Biom-Teleport. Teleport Vulkan. Ocean. Moor. Arktis Medium. Norden. Dein Vogel. Achso, ist drin. Oh, das ist eine Riesen-Area fürs Porten. Du kommst, glaube ich, mit. Naja. Oh, das dauert aber ganz schön, wa? Private Small steht da. Was? Teleport aktiviert. Oh, mein Vogel. Ich bin abgemountet. Ja, warte. Ah, leck. Da Okay, sind wir. Genau Virtualisierung. richtig. Ah, okay. Angel ist deiner. Perfekt, dann passt ja. Ich nenne den hier wieder Olli. Okay, ist ja gar nicht so kalt. Was haben wir denn hier da unten stehen? Es ist ein Questgeber. Missionsgebiet. Ah. Aha. Sieht genauso aus wie der von der Mod. Option, Namen ändern. Sonst porte ich mal irgendwann im Notfall den falschen Vogel zu mir. Mein Chibi habe ich im Ärmchen. Gut. Was sind das denn hier? Sind das jetzt hier Spezialtiere oder? Wildmännlicher Dydekurus. Nö. Ich dachte, hier gibt's Xer. Da oben ist eine Sphäre. Boah, die Sounds sind ja mega. X-Agentavis 33. Die Sounds sind ja mega. Ah, hier kannst du direkt ins Wasser. Wie geil ist das denn? Ja, weil wenn du die komische Quest hier machst, ist du, was ich weiß. Naja, will ich doch gar nicht wissen. Ah, zu spät. Ich hab doch Wollte gar nicht nicht ins gesagt. Wasser. Ich wollte nicht ins Wasser, aber man kommt wieder raus. Dann kann ich auch mal gucken. Okay, das ist ziemlich. Ist ein See, mehr ist das nicht. Mit drei Fischen oder so. Oha, was ist das? Neues Frostsymbol. Du bist in einem Schneesturm. Echt? Ich sehe nichts. Da kriegt mir das Zeichen da unten angezeigt. Warum hat die mich jetzt gescannt, die Alte? Wer? Helena. Okay. Ich sehe nicht mal. Ist sie bei dir auch nicht, aber gut.
schwebt bei mir über dem Kopf. Was ist denn hier kaputt? Ein Prokoptodon? Moment, ich mach mal Special Glass an. Ein ganz normales Prokoptodon. Ja. Wild weiblicher Dodo, obwohl der eine andere Färbung hat. Ja, der ist so bläulich. Okay. Naja, gut, dann fliegen wir mal los. Diabier. Tja, ich weiß nicht wohin. Ja, praktisch. ...59 Schaden, so ein kleiner. Okay. Die Schauen sind schon böse. Ja. Ich dachte, die Viecher heißen ja X, also so viel wusste ich, aber... Ja, Argentavisse zum Beispiel. Na, bis jetzt nichts. Aber mal abwarten. Oh, was hier ist das? Oben schwirrt einer rum. Zwei Andi, sogar. Hier ist was. Ich habe was gefunden. Eine Störung. Sieht aus, als ob da ein böses Tier drin wartet. Ich drück mal drauf. Du musst dich erstmal finden. Als ich diese Störung behoben habe, konnte ich einen Blick auf die Überlebenden-Datenbank werfen. Ihr kommt aus allen Ecken der Erde und aus ihrer gesamten Geschichte. Ich weiß aber nicht, an wie viel du dich noch erinnerst. Jetzt kannst du drücken. Warte. Wie du in die Genesis-Simulation gelangt bist, da kann auch ich nur raten. Du solltest aber stolz sein. Der Sinn der Simulation ist es, die allerbesten Überlebenden zu bestimmen. Und du bist gerade sehr lebendig. Und damit bist du im Rennen. Okay, du kannst das machen. Ich hab das schon. Okay, ist interessant. Und hör da mal Helena zu. Ja, nee, ist klar. Nur weil ich lebe, bin ich im Rennen. Schön ausgedrückt. Ist aber jetzt interessant, ist ja ganz neu für uns alles. Warum kann ich nur auf meinen Vogel nicht ruf? Weiß ich nicht, ich konnte ganz normal. Jetzt? Ich hab... wir haben da unten einen Timer. Ja, au, XP. Mammut. Leider nur wir und nicht der Vogel. Ah, das sind wie Explorer-Notes. Aber Simulation, das ist mir jetzt schon ein bisschen, naja. Da ist ein Agi. Aha. Ein X66. Das ist aber X-Volnirino. 180. Mal gucken, wie viel Schaden der 66er macht. 37. Du hast doch einen dicken Sattel. Du kannst ihn dir doch auch mit dem Fernglas angucken. Der hat 160% Schaden. Und 1,4 KHP. Der kämpft schon lange für so einen kleinen. Mhm. Da ist noch einer. 173er. Okay. Terry? Terry ist böse hier. Geht. Du hast den Agi hinter dir. Ja, ich weiß. Vielleicht, genau, guck mich jetzt hier um. Was suchen wir denn hier im Eis? Du wolltest die kleinen Hopser haben. Hm? Ach, deswegen sind wir, ich habe gar kein Element oder sowas. Die fütterst du mit Bären. Was? Ach du Heiliger, deswegen wolltest du mit mir ins Eis? Ja. Ich dachte, hier gibt es was Besonderes, was du gerne hättest. Ja, und ein Agi in X.
Okay. Brauchen wir aber zwei, weil die kannst du mit dem normalen nicht verbauen. Du hast eine Serie hinter dir. Weiß ich. Weiß ich nicht, ob man die nicht mit dem normalen verpaaren kann. Mm-mm. Ich glaube, die Arbeit. Ach nee, ging glaube ich auch nicht. Ach, ich weiß nicht mehr. Aventar ist 133. Hier oben ist wieder eine Sphäre. Ach, du bist ja irgendwo anders wieder. Ich komm. Ja. Ah, ich sehe jetzt mal. Oh, jetzt nicht mehr. Wo ist die Sphäre? Hier oben. Ah ja. Ah ja, die Störung sieht man, das sind eine Art Lootstrahlen. Hm. Gibt's hier jetzt eigentlich den Vanilla Shop oder nur den. Nee, alles klar. Das ist halt auch nur sehr wenig. Aber das ist total okay. Soll auch ruhig so bleiben. Eine weitere Störung. Eine weitere Datei von der alten Erde. Das ist ein Roman. Jack Londons Ein Feuer machen. Ich kann dir schon sagen, dass du es nicht mögen wirst. Es geht um einen Mann, der im Yukon erfriert. Hier ist ein Stück kurz vor Ende. Eine gute Idee, dachte er sich, um den Tod zu schlafen. Es war wie ein Narkosemittel zu nehmen. Erfrieren war nicht so schlimm, wie die Leute dachten. Es gab wesentlich schlimmere Arten zu sterben. Aber wir wollen nicht herausfinden, ob er damit recht hat, oder? Okay, das ist echt cool gemacht. Und 10.000 Hexagone? Ja, ich bin mal gespannt, was es dafür gibt. Ich habe im Übrigen eine Menge Bären schon auf Tasche. Ich habe auch schon welche gesammelt eben. Da ist was Kleines. Ich habe im Übrigen extra das Fernglas zum Großteil aus. Weißt du, was ich meine? Das Spezialglas. Ich guck damit bloß wegen der Levels. Ja, ja, das musst du selber wissen. Aber nicht, dass du dich wunderst, warum ich manches nicht sehe. Zumindest solange es mich noch nicht nervt, lasse ich das aus. Ich habe auch Olli, jetzt... hinter dir. Was denn? Hinter dir bin ich. Ja, weiß ich. Ich habe auch aktuell kein Gamma an. Ich auch nicht. Genießt mal, dass es dunkel ist. Ich genieße die Karte so, wie sie gedacht ist, ganz genau. Und wir haben ja auf einer anderen Map gestartet. Die ganzen Maps sind ja nicht dafür gedacht, um da neu zu starten. Man fängt auf Island an und flitscht dann durch. Mhm. Und das, was Ryzek hier aufgezogen hat, ist heftig geil. Oh, eine neue Störung. Ja. Könnte sogar sein, dass die so eine Art Wegleiter durchs Spiel sind. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Aber so kleine Storys und Hexagonis. Ja, und machen wir Terry platt. Nö, nee, komm mal jetzt runter. Und tschüss. Runter? Okay. Hab mal runter, ich müssen. Na, bei mir ist die Störung hier auf dem Boden. Hier oben ist sie. Bei mir. Okay, also ich hab sie hier auf dem Boden. Bei einem Agi. Bevor die Story kommt, werde ich den Agi bekämpfen. Oh, ich krieg nur 96 Schaden in den. Ah, ich wurde betäubt, verdammt. Solange die alte Lava, kann ich nicht mal auf meinen Vogel hochsteigen. Ja. Was stimmt denn mit meinem Vogel nicht? Kommst du nicht rauf? Nee, nee, der ist wieder gelandet und gestartet und gelandet und gestartet. Komm wieder nicht auf den Schwachmaten ruf. Das ist das Problem mit den Folgen hier. Ich habe die ja nun mal unfollowed. Passiv und hatte den eben neutral gesetzt, weil ich attackiert wurde. Für die Story genießen. Ja, aber solange die Story läuft, ja, kommst du nicht auf den Vogel. Konnte ich einen auf die Überlebenden-Datenbank werfen. Doch, kann ich. Ihr kommt aus allen Ecken der Erde und aus ihrer gesamten Geschichte. Ich weiß aber nicht, an wie viel du dich noch erinnerst. Wie du in die Genesis-Simulation gelangt bist,
Das gleiche wie das erste, aber du bist am Leben und bist im Rennen. Ich kann aufsteigen, während die erzählt. Ich nicht. Stimmt irgendwas bei dir nicht? Er hat kein... Und damit bist du im Rennen. I. Bei mir geht's. Ich finde schon mal sehr beruhigend, dass hier wohl deutlich weniger Wölfe unterwegs sind oder sogar gar keine. Boah, was du hier leveln kannst, ne? Aber ich bin ja schon... Ah, noch eine Störung. Und dabei fliege ich auf dem Boden rum und guck mal, ob diese Fluxelroxels hier rumhüpfen. Ich weiß, die heißen Verovox. Oder Verivox. Verovox. Irgendwie sowas. Du bist auch wieder so ein schicker Agi. Die sehen nämlich ziemlich geil aus. Aber 60. Das ist wahrscheinlich die Störung, die du gefunden hattest. So oben auf dem Berg ist? Ja. Gut, dann hören wir uns mal die Story an. Komm mir vor wie so ein Bugflicker. Alter. Die Störung entstand im Datenspeicher. Dort, wo sie euch Überlebende hatten, bevor sie euch in das ganze Durcheinander der Genesesimulation entlassen haben. Die Datenstruktur ist faszinierend. Wenn du da fertig bist, kannst du dann zu mir kommen. Fähigkeiten ein wenig, um ehrlich zu sein. Sie hat einen Teil der Programmierung mit den Gedächtnisübertragungstechniken gemeinsam, die verwendet werden, um aus Menschen den Homo Deus zu machen. Zwei Stämme mit einer gemeinsamen Wurzel, vermute ich. Du hattest recht, jetzt konnte ich auch nicht aufsteigen. Immer noch nicht. Eben. Das sobald ist... du bei der Störung absteigst, hast du keinen Zugriff mehr auf den Vogel. Immer noch nicht. Lauf mal ein paar Schritte. Habe ich auch schon versucht. Das ist ja Quatsch. Jetzt kann ich wieder. Ah, auf Folgen nehmen geht dann. So, dann soll ich zu dir kommen. Ja. Daher, die Mod ist perfekt für uns. Gab nie eine perfektere. Ist für eine Störung? Ja, ja, sehe ich. Augenblick. Ich will aber diesmal was checken. Ich habe etwas Neues gelernt, als ich diese Störung behob. Dieses Biom war dazu gedacht, sehr hohe Berge nachzuahmen. Das sind diese Hexagone. Aber ohne Scherben. Das eisige Wetter hier ist nur ein Nebenprodukt der Höhe, die wir simulieren. Aber wenigstens müssen wir uns nicht mit der kühlen Luft in großen Höhen herumplagen. Okay, stark, park den Vogel beim nächsten Mal etwas weiter von den Störungen weg, dann kannst du aufsteigen. Das hat wohl was mit dem Fixen zu tun. Ach so, da oben ist ein 173er Agi. Okay, aber geht bestimmt noch besser. Ja, klar. Andi, wenn du ein gutes Tier gefunden hast, ne? Bleib bei dem Tier, teleporte dich nach Hause, sag Last Location... Und dann können wir weiterfliegen und wenn wir keinen besseren finden, kannst du wieder über Last Location hierhin zurück, wo das Tier war. Weil von da, wo du dich wegteleportierst, die Koordinaten merkt sich der Porter. Da kannst du dann wieder hin. Also, nur so. Aber 173, da geht doch bestimmt noch besser. 133. Was denn? Nein, Auto. Stell mal bitte ein Bett unten auf. Hier unten ein Bett aufstellen? Ja, ich bin runtergefallen vom Vogel. Ja, sporn doch zu Hause. Gut. Genau, und dann portest du dich hier hin. Du kannst hier doch nicht dein Loot looten. Da musst du für nach Hause. Nee, ich kann da meine Leiche looten. Ja, das, davon rede ich ja. Zu Hause. Bin auch am Boden. Den Vogel kannst du ja auch zu dir holen. Also hier, wenn du bei mir bist.
Ja, ganz schön hart im Nehmen, die Xer. Und die mehr HP, wa? Ich glaub, ja. Der ist 133, hat 2,2. Lass du, bevor du dich zu mir portest, dann gehe ich dicht auf den Boden. Aber du hast recht, die sind echt schön, die Weißen. Porte? Moment, bin unten. Siehst du meinen Vogel noch? Nee, aber den kannst du ja mit der Fernbedienung zu dir holen. Stimmt. Rechtsklick, fertig. Bin ich. Du hast ja nicht gerufen. Aber ich sehe ihn da drüben stehen. Not valid for teleporting? Er ist nicht bereit fürs Teleportieren, obwohl er hier vorne steht. Warte mal. Setz mich mal drauf. So, versuch nochmal ihn zu... Du hast den falschen gewählt, ne? Wahrscheinlich Olli. Angel heißt deiner. Port mal. Sag mir nicht, der hat keinen Tracker. Hast du den keinen Tracker verpasst? Nee, hast du nicht. Was braucht man für so einen Scheiß? Dafür muss ich dann nachher nach Hause. Das heißt, ich muss ihn jetzt im Auge behalten. Dafür müssen wir nach Hause für den Dino-Tracker. Hast du nicht ein anderes Tier dabei, was einen Tracker hat? Sonst gebe ich dir meinen und nehme den Pit. Dann nehme ich den in die Tasche für den Notfall. Der hat auch keinen. Das kann ja nie wahr sein. Warum gibst du denen allen keine Trackers? Stell meinen Vogel hin, bitte. Ich hab den nicht. Der ist bei dir auf Folgen. Das ist dein Problem immer. Achso. Kriegt man im Shop? Nein, kriegst du nicht. Metallbarren? Klar. Ja, aber es reicht doch nicht für einen Trecker. Nee. Nimm meinen Vogel, ich nehme den Pit. Gib mir nur bitte deinen Agi. Für Notfall kann ich mich da draufsetzen, um den als Tank zu missbrauchen. Nein, ich behalte meinen Vogel jetzt. Nimm meinen bitte. Ich weiß ganz genau, wo das endet. Mein Pit hat Trecker und ist genauso gut. Ich nehme nur deinen Agi wegen... Den brauche ich für Tanken. Aber, habe ich ja gerade gesagt. Wenn es mal nötig ist, brauche ich eventuell einen Tank-Agi. Das kann der Pit nicht übernehmen. Hier liegt er vor mir. Ach so, als Kugel. Okay. Der Pit hier hat nämlich Trecker. Alles gut. Und eigentlich mit 4400 HP. Aber zum Tanken halt nicht. Weißt du, was ich meine? Da kann dann mal ein Agi her. So, alles gut. Ich kann auch eben nach Hause drei... Mein Griffin hat auch keinen Trecker. Ich kann auch eben nach Hause und drei Trecker holen. Nein. Ist vielleicht eine gute Idee. Ich porte mal eben heimwärts. Bin unten. Ist Olli? Ging doch jetzt nicht langsam. Da hat mich schon wieder dieses Drecksvieh. Ist ja bescheuert. Wo ist er denn? Ah, auf der anderen Seite. Vom Agi. Da ist ja gerade hochgerannt. Dämliches Vieh. Ja, die sind böse. Da, hier ist dein Vogel. Tracker ist drin? Yep. Ah, schon eingebaut. Wenn du noch schnell dein Greifen rauspackst, dann kriegt er auch noch einen. Aktiv. Das ist der scheiß Vogel schon wieder. Alles ganz kein Problem. Olli Ard und Angel. Passt, okay. Vernünftige Namen. Die hießen nämlich eben alle beide nur Olli. Irgendwas rauscht hier ganz gewaltig. Ja, da ist eine Lawine runtergekommen.
Ah ja, mhm. Ja, ja. Lavina. Mann, ich habe schon echt tollen Agi von dir gekriegt. Der ist echt wunderschön. Aber die hier sind doch noch mal eine Nummer hübscher. Ich höre ganz komische Geräusche von da oben. Wir müssen jetzt schon wieder hin. Zu der Struktur. Ist doch die Chance da höher, dass wir was finden, wenn wir uns teilen, oder sehe ich das falsch? Okay. Durch die Porter sind wir doch instant beim nächsten, oder nicht, wenn es Probleme gibt? Du bist eh so eine Schnüffelnase. Oh, was ist das? Ach, eine Alpha-Wall. Ich krieg die Krise. Wenn das dahinter Genesis Part 2 wird, dann ist das Abzocke. Ah, ne, ist wirklich absolutes Kartenende. Okay. Akzeptiert. Bist du denn da oben? An die Schnüffel? Ekus, okay. Sieht so klein aus. Ach, hat einen Kopf im Berg. An die Schnüffelnase findet sowieso als erstes ein Verox. Im Moment finde ich nur Schafe. Werde. Fress auf ein paar Schafe, wenn du kannst. Mach ich auch. Alles klar. Ich hab ja schon jetzt 4D fressen. Ja gut, dann hast du mehr als genug Fleisch. Denk dran, das ganze schwere Fell am besten wegkloppen. Da ein Duty gehorcht. Das war ein anderes Brüllen. Aber die Pferde sehen ja krass aus. Und wieder ein Schaf. Immer mitnehmen, können wir hier brauchen. Ja, eins, damit mein Vogel was hat. 140 gab es nur. Oh, die geben aber wenig hier. Also für die Gigante Pithecus hätte ich jetzt aber auch nicht gemeckert, hätten die jetzt auch mal eine weiße Textur gekriegt wie so ein Yeti. Mhm. Oh, die geben voll wenig Lammfleisch hier, 87. Versuch mal ein bisschen der Karte zu folgen. Vorne ist dann wieder die Alpha Wall wahrscheinlich. Hallo Dodo. Sagen wir bis 173. Den hatten wir schon. Der ist aber jetzt woanders. Okay. Ich habe hier auch einen vor mir. Ein 20er. Und jede Menge Schafe. Die sehen richtig geil aus. Sehen sie auch. Und holen wir auch heute. Möchtest du, und dann holen wir die auch. Nur vielleicht finden wir noch 200er, weißt du? Der Kampf mit denen ist ja wirklich nervig, mit dem Hinterherflibbeln und so. Aber ich habe den Pit ja nicht umsonst mitgebracht und den... Na, sag mal schnell. Den Greifen, du hast gesagt, auf den kann man in der Luft stehen. Ich habe das zwar noch nicht geübt, aber wenn das geht, holen wir so Agis schnell runter. Was meinst du, wie ich den, Ja, aber das gab's damals schon bei den Reefern, aber nur wenn du perfekt in der Luft gelegen hast. Nur ein bisschen schräg wurdest du abgestreift, das muss ich ausprobieren. Wenn das nicht so ist, sondern wenn es ist wie beim Quetzel, dann haben wir keinen großen Stress mehr mit den Agis. Du kannst aber auch aus dem Sattel raus schießen. Ach so, ja, okay. Dann haben wir... So habe ich den Mannegarm gekriegt. Ja, dann... Ich bin hinter dem hergeflogen und hab ihn dann beschossen und dann ist er auf Angriff gegangen und dann habe ich ihn ausgetankt. Mit dem Greifen. Ja, dann habe ich mein Greifen ja richtig gelevelt, ne? Mit seinen wie viel tausend Leben. Annegar macht nicht Fülle. Nee, also wenn das geht, dann kann ich ja auf dem Greifen jederzeit sitzen bleiben. Ja, und du schießt. Richtig, dann habe ich dann habe ich den richtig gelevelt, den Greifen. Mhm. Weil dann wird das mein neues Themtier, wie früher die Small Dragons. Da konntest du... Oh, du verkacktes kleines Drecksvieh.